Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfreuer und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Das Thema Immobilien bewegt die Gemüter. Soll man die attraktiven Preise nutzen, um zu verkaufen? Wo stehen wir im Zyklus? Wie werden sich vermietete Kapitalanlageimmobilien entwickeln, wenn die Zinsen steigen? Diese Themen wollen wir uns anschauen und wenn Sie in diesem Webinar erwarten, dass wir prognostizieren, wo die Immobilienmärkte in 12 Monaten, 3 Jahren oder 10 Jahren stehen, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Wir verfügen nicht über hellseherische Fähigkeiten. Vielmehr wollen wir Ihnen handwerkliche Aspekte vermitteln, wie man sich dem Thema nähern kann, auf welcher Basis Kennzahlen betrachtet werden können, um zu einer sachlichen Entscheidungsgrundlage zu gelangen. Und ich glaube, mit diesen Themen sind wir für die nächsten 30 Minuten ganz gut ausgelastet, weil allein über das Thema Kennzahlen der Immobilienrenditeberechnung könnte man einen ganzen Tag sprechen. Und wenn man dann noch finanzmathematisch korrekt vorgeht, dann fallen Stichworte wie Ertragswertverfahren, Discounted Cashflow, Kapitalwertmethode oder auch die sogenannten FOFI-Renditen. Hier werden vollständige Finanzpläne genutzt. Also ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen können. Und ich möchte Ihnen nun in dieser kurzen Zeit die aus unserer Sicht wesentlichen Denkanstöße liefern, die Sie nutzen können, um auf Ihre eigenen Überlegungen zu reflektieren, sei es der Erwerb von Kapitalanlageimmobilien im jetzigen Umfeld, sei es die Fragestellung, von welchen Immobilien man sich vielleicht trennen könnte in der aktuellen Phase. Die Kernfrage haben wir Ihnen im Vorfeld des Webinars geliefert. Immobilienzinsen rauf, Preise runter. Immobilien werden ja nicht umsonst als Zinshäuser bezeichnet. Und ich denke, wir alle haben den Zinstrend sehr gut vor Augen. Die Zinsen sind implodiert. Die Anleiheaufkaufprogramme der Notenbanken haben ihr Übriges getan. Dazu die Flucht in Sachwerte. Das Ganze begann ja schon nach der globalen Finanzkrise. Danach die Euro- und Staatsschuldenkrise, die natürlich auch nochmal für Nachfrage im Immobilienmarkt gesorgt hat. Und dann der allgemeine Zinsverfall, der Investoren natürlich immer stärker in das Thema Kapitalanlage Immobilien hineindrückt, weil man ja nicht zuletzt sehr gut von dem Fremdkapitalhebel, den sogenannten Leverage-Effekt, entsprechend profitieren konnte. Das heißt, die Renditen bei Kapitalanlage Immobilien sind immer zu berücksichtigen, dass natürlich die gleiche Immobilie für verschiedene Investoren unterschiedliche Renditen hat. Der eine Anleger hat die Immobilie und hat vielleicht keine Fremdfinanzierung mehr, hat kaum noch AFA-Potenzial, dann ist deine Rendite ganz anders als ein Anleger, der diese Immobilie nun erwirbt, einen höheren Fremdkapitalanteil plus höhere Abschreibung hat. Also auch hier, die Themen können wir heute nicht anschneiden, aber insbesondere im Familienkontext oder auch bei dem Einsatz von vermögensverwaltenden Gesellschaften ergeben sich auch im Familienkontext gute Möglichkeiten, um bestehende Immobilien bei der Rendite zu optimieren. Stichworte sind hier beispielsweise das Thema AFA Step-Up oder natürlich auch entsprechend wieder neues Fremdkapital aufzunehmen, sofern die Immobilien schon abgezahlt sind. Aber auch da gilt es natürlich zu berechnen, wann macht Fremdkapital überhaupt Sinn? Immer nur, wenn meine Objektrendite oberhalb dessen notiert, wo mein Fremdkapitalzins liegt. Ein Thema, was wir ja im Teaser für das heutige Webinar bereits behandelt haben. Deswegen möchte ich auf dieses Video verweisen und diesen Aspekt nicht nochmal aufgreifen, um das Zeitbudget hier zu schonen. Grundsätzlich müssen wir natürlich sagen, die Fragestellung, ob Kapitalanlageimmobilien im Preis verzerrt sind, der alte Spruch lautet ja, ist der Zins zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Sie wissen, der Zins ist einer der wichtigsten Preise in der Volkswirtschaft. Er hat eine gewisse Lenkungsfunktion und zu niedrige Zinsen, sei es jetzt nominell oder auch real, wenn wir die Inflation einbeziehen, die haben in der Historie häufig dafür gesorgt, dass Anlageentscheidungen nicht immer unter ökonomischen Aspekten getroffen worden sind. Und häufig ist es so, dass lange gewarnt wird, man spricht lange über Themen und sagt, eigentlich ist es nicht nachhaltig, eigentlich nehmen wir die Immobilien, eigentlich sind die Mieten zu niedrig, aber erhöhen kann man sie nicht, weil das potenzielle Mieterklientel kann die höheren Mieten nicht tragen, insbesondere wenn jetzt auch die Nebenkosten deutlich steigen, aber die Verkehrswerte sind so hoch, aber wohin sollen wir denn mit dem Geld? Es ist ja Anlagenotstand. Also Sie haben diese Themen, über die wird oft gesprochen, das wird dann meistens auch noch flankiert, dass entsprechende Institutionen sich äußern. Ich habe Ihnen hier jetzt mal exemplarisch die Bundesbank herausgegriffen.
wo man sich im Februar diesen Jahres geäußert hat und sagt, naja, das Problem stark überteuerter Wohnungen und Häuser hat sich weiter verschärft. Das Risiko einer Immobilienblase wächst, nicht nur in den Großstädten. Und insgesamt sagt man, das sehen Sie entsprechend hier unten, in Immobilienpreise in den Städten zwischen 15% und 40% über dem Preis, den man durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren für berechtigt hält. Aber die Bundesbank warnt schon lange, im Jahr 2020 sagt man noch, die Überbewertung liegt bei 30%. Und das vielleicht auch so ein bisschen, um das mal in einen Kontext der Wertpapieranlage zu bringen, weil das Thema Netflix natürlich momentan die Schlagzeilen bewegt. Bei Netflix ist auch schon lange, wenn Sie sich Bewertungskennzahlen anschauen, hat man einen deutlichen Aufschlag aufgrund der Wachstumserwartung, aufgrund des Modells, also des Geschäftsmodells gehabt. Und man hat quasi Netflix immer eine gewisse Prämie zugestanden. Also man hat gesagt, das Unternehmen hat super Wachstumsdaten, die Zinsen sind extrem niedrig und von daher diese hohen Bewertungen, die sind schon passend. Dann kommt ein Event, was für sich betrachtet gar nicht relevant ist. Von 200 Millionen Kunden haben mal 200.000 gekündigt, davon noch 700.000 in Russland. Also netto wäre man eigentlich de facto sogar noch leicht im Plus. Aber Sie merken, wie teilweise kleine Ereignisse, Themen, die lange Zeit diskutiert werden und eigentlich keine Relevanz erfahren, dann durch scheinbare Kleinigkeiten in der Relevanz nach oben gehen. Dann kommt natürlich das menschliche Herdenverhalten dazu, was selbstverständlich bei Aktien deutlich schneller funktioniert aufgrund der Transaktionsgeschwindigkeit. Aber ich möchte Sie einfach ein bisschen auch dafür sensibilisieren, dass man nicht sagen sollte, ach ja, die Bundesbank, die waren schon seit Jahren, aber die Preise sind weiter gestiegen, sondern man sollte diese Aspekte sehr genau auf dem Schirm haben, weil viele Themen, die durchaus fundamental begründet sind, die werden ignoriert, solange ein positiver Preistrend intakt ist. Aber wenn der Preistrend ins Stocken kommt oder sich gar umkehrt, dann kommen auf einmal diese Themen doch deutlich wieder aufs Tablett und führen dann auch natürlich wieder zu einem gewissen Herdenverhalten bei den Anlegern. Also von daher, das muss man hier meines Erachtens auf dem Schirm haben. Und das Thema steigende Renditen, das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Sie sehen die Renditen für 2-, 5-, 10- und 30-jährige deutsche Staatsanleihen. Und da sehen wir im Endeffekt schon diesen deutlichen Renditeanstieg, auch von den Corona-Tiefs. Wir sehen aber auch vom Niveau, wo wir entsprechend herkommen. Also vor 10 Jahren noch, wenn wir die 10-jährigen Renditen noch nehmen, da waren wir bei 2%. Wenn Sie ein bisschen früher gehen, da waren wir bei 3%. Davor waren es mal 4%. Und heute sagt natürlich jeder, 4% für eine deutsche Bundesanleihe absolut unrealistisch. Das kann nie mehr vorkommen. Aber da muss man auch sagen, wenn Sie jemand im Jahr 2008 erzählt hätten, dass 30-jährige deutsche Bundesanleihen mal im negativen Bereich rentieren, hätte man auch gesagt, das kann ökonomisch gar nicht sein. Und genauso wie man sich damals negative, langlaufende Renditen nicht vorstellen könnte, kann man sich heute ein gewisseres, höheres, nominelles Niveau vorstellen. Und von daher wäre ich immer sehr vorsichtig mit solchen Einschätzungen, die auf dem Rückspiegel basieren. Für die Planung nach vorne sollte man eher in Szenarien denken und überlegen, was würde denn passieren, wenn beispielsweise 10-jährige deutsche Staatsanleihen, die jetzt relativ schnell aus dem negativen Bereich gestiegen sind, Sie sehen es hier, die 10-jährigen bei 0,9%, Baufinanzierungszinsen spiegelbildlich, auch von rund 1% auf 2% gestiegen. Und wenn Sie das mal in Euro umrechnen, dann ist das schon ein gewisser Effekt. Und wenn man sich die Trends anschaut, schauen wir über den Tellerrand in die USA, natürlich nicht vergleichbar in Sachen Wachstum und anderer volkswirtschaftlicher Kennzahlen, aber da haben die langlaufenden Staatsanleihen gerade ihren 40-jährigen Trend nach oben durchbrochen und von daher ein Thema, was durchaus an Relevanz gewinnt. Auch weil man in den USA bereits sieht, dass speziell Immobilienmärkte, die im Rahmen des Remote-Arbeitens, der Flucht aus den Städten sehr stark partizipiert haben, dass da die Monatsveränderung, die teilweise ja so stark war wie über Jahrzehnte nicht, also da ist quasi in Monaten passiert, was vorher in einer Dekade nicht passiert ist, sich langsam umdreht, also sprich die Preise eben nicht mehr stark steigen, sondern sich der Nulllinie annähern. Und wenn sowas auf ein sehr stark kreditfinanziertes Engagement trifft, dann wissen Sie auch, welche Effekte da typischerweise sind. Die USA ist nicht Deutschland, die Eurozone hat viele andere Probleme, die Geldpolitik muss viele strukturelle Themen berücksichtigen, aber auch hier sollten wir das Thema steigende Zinsen zumindest in der Planung der Investitionen und der Finanzplanung berücksichtigen. Dass das Thema insgesamt an Aufmerksamkeit gewinnt, sehen Sie auch anhand dieser Darstellung von Scope, also einer Ratingagentur, die auch Fonds analysiert. Und was man sich hier anschaut,
ist die Anleiherendite für deutsche Bundesanleihen. Die sehen Sie in dunkelblau. Und Sie sehen die Daten per 31.12.2021. Also damals, Sie sehen es hier, war das Renditeniveau noch deutlich niedriger. Also da ist diese Steigerung, die ich Ihnen eben gerade mit aktuellen gezeigt habe, noch gar nicht drin. Und was man hier sieht, man nimmt hier für die offenen Immobilienpublikumsfonds, nimmt man die Renditen und vergleicht hier die Prämie in Grau ist quasi der Aufschlag. Und da wird es natürlich auch spannend, wie die Differenz ist, weil für viele Anleger stellt sich ja die Frage, wenn ich in Immobilien gehe, dann will ich ja einen gewissen Aufschlag haben gegenüber der deutschen Staatsanleihe, die ich mir ins Portfolio lege, die einmal im Jahr ihre Zinsen ausschüttet und wo ich keine Mieter habe, die wechseln und wo ich auch keine sonstigen Effekte entsprechend hier berücksichtigen muss. Also das Thema aus der Sicht, glaube ich, sehr relevant. Und wenn wir diese Überlegung natürlich nun auf den privaten Immobilienbestandshalter beziehen, der typischerweise natürlich unser Mandant ist, weil wir betreuen weniger die offenen Immobilienfonds, sondern wir betreuen natürlich typischerweise Anleger mit Immobilien beziehungsweise auch durchaus größeren Immobilienportfolios. Und da sieht man schon, dass die Grenze zwischen dem Reporting beispielsweise eines offenen Immobilienfonds und den Kennzahlen, die man in der privaten Sphäre berücksichtigt, wenn sie das professionell betrachten, durchaus immer enger wird. Also das Thema gewinnt an Aufmerksamkeit und wo wir aktuell stehen nach unserer Perspektive, das habe ich Ihnen hier sehr einfach zusammengefasst und Sie kennen die Gespräche mit Sicherheit auch an Weihnachten, an Ostern, wenn man mit der Familie zusammensitzt und man redet über Immobilien, über Mieten. Meistens sagt man, absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Wer soll diese Preise bezahlen? Und muss wirklich im Ballungsgebiet jeder Neubau, der aussieht wie die Nachbarwohnung, und ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, da kommt ein Parkett rein und eine Villeroy-Bochtoilette und schon ist es eine gehobene Ausstattung für 18 Euro kalt pro Quadratmeter. Dass wir das alle im Freundes- und Bekanntenkreis schon länger diskutieren, ist, glaube ich, klar. Aber was wir natürlich aktuell dementsprechend haben, hohe Verkehrswerte als großes Thema, die sind natürlich jetzt im Fokus aufgrund der steigenden Renditen. Habe ich Ihnen gerade gezeigt. Geringe Mietrenditen, klar, die Mietrenditen sind niedrig. Warum? Weil die Verkehrswerte durch die niedrigen Zinsen und durch die Akzeptanz höherer Multiplikatoren, also der Relation von Mieten zu Verkehrswerten, so gestiegen sind, dann haben wir eben geringe Mietrenditen. Und geringe Mietrenditen heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass die Anfälligkeit für steigende Zinsen, was den Preis des Objektes betrifft, anfälliger ist. Und die Analogie sehen Sie beispielsweise auch sehr gut bei Staatsanleihen. Wenn Sie Staatsanleihen betrachten, wo es rein auf diese Zinsthematik ankommt, dann sehen Sie, dass die Anfälligkeit bei steigenden Zinsen recht hoch ist. Haben Sie Unternehmensanleihen, dann haben Sie typischerweise noch eine gewisse Risikoprämie mit drin. Das heißt, ceteris paribus sind Unternehmensanleihen gleicher Laufzeit bei steigenden Zinsen weniger anfällig. Warum? Weil typischerweise diese Kreditrisikoprämie gegen diese Duration, gegen diese Laufzeitthematik wirkt. Und das ist natürlich im Immobilienbereich auch etwas an Relevantem zu beachten, weil eine Immobilie, die quasi schlüsselfertig ist, vermietet, quasi alles ausgereizt, was auszureizen ist, die ist natürlich anfälliger als beispielsweise eine Projektfinanzierung, wo man sich doch, je nachdem wie Sie rechnen und Fremdkapital einsetzen, immer noch eher Renditen im oberen einstelligen Bereich respektive drüber erwartet. Also auch hier, man kann nicht pauschal sagen, dass steigende Zinsen den Immobilienmarkt in Gänze treffen. Es kommt natürlich nicht nur auf den Standort und die Lage, die ganzen Punkte sind, glaube ich, jedem Immobilieninvestor klar, sondern es kommt natürlich auch sehr darauf an, wo in der Wertschöpfungskette befinde ich mich. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass bei Projektentwicklungsthemen wird die Zinsanfälligkeit etwas geringer sein, weil die Anfälligkeit natürlich auch der Cashflows und die Wertschöpfungsgenerierung etwas anders ist als bei einem voll vermieteten Sechsparteienhaus in der Frankfurter Innenstadtlage. Zunehmender politischer Einfluss auf die Eigentümer, auch das etwas, was, glaube ich, jedem von uns klar ist, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Viele von Ihnen sind ja momentan mit dem spannenden Thema der neuen Regelungen für die Grundsteuer beschäftigt. Auch das natürlich nochmal sehr interessant. Aber insgesamt geht es natürlich darum, wir sehen wahrscheinlich mehr politischen Druck, wie muss die Heizung gestaltet sein, wer übernimmt welchen Anteil der Energiekosten und dann politisch, wir haben natürlich in Deutschland mehr Mieter als Vermieter und dann auch die steuerlichen Aspekte sind nicht ganz zu vergessen. Es gibt immer mal wieder die Diskussion, warum Immobilien eigentlich nach 10 Jahren steuerfrei verkauft werden können. Das hat man mal als sinnvoll erachtet.
vor dem Hintergrund natürlich auch Investitionen in den Wohnimmobilienmarkt natürlich steuerlich über die Lenkungsfunktion steuerlicher Rahmenbedingungen zu stärken. Aber Hand aufs Herz, es fließt so viel Geld in den Immobilienmarkt, die institutionellen Anleger, Pensionskassen, Versicherer und ähnliches erhöhen oder erhöhten alle ihre Quoten. Muss man wirklich noch nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen können? Also braucht man das aus staatlicher Sicht als steuerpolitischen Lenkungsimpuls? Ich wage es zu bezweifeln. Also auch das ein Thema, gar nicht separat aufgeführt, aber was man immer mal wieder durchrechnen muss und reflektieren, was bedeutet das eigentlich in der eigenen Planung? Weil wir stellen auch oft fest, dass Anleger sagen, super, eine Immobilie gekauft vor 5 Jahren, die ist jetzt 30% mehr wert. Ich mache es mal simpel, 1 Million Euro Immobilie, 30% mehr wert, 300.000 Euro vermögender. Das stimmt natürlich nicht, weil wenn Sie heute verkaufen müssten, weil Sie für den Markt negativ sind, dann haben Sie das Thema einer Spekulationsfrist, weil Sie sind innerhalb der 10-Jahres-Frist, dann haben Sie einen persönlichen Steuersatz, sagen wir mal roundabout 45%, dann bleiben schon mal von den 300.000 Euro Gewinn nur 55% übrig, was bei 300.000 Euro 165.000 Euro sind. Dann haben Sie tendenziell für diese Immobilien nach Transaktionskosten gehabt. Makler, Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch. Also auch, sagen wir mal, ganz defensiv gerechnet 12%. 12% auf die 1 Million waren 120.000 Euro. Das heißt, diese Transaktionskosten waren nicht werterhöhend. Das heißt, von diesen 165.000 Euro Nachsteuern sind 120.000 abzuziehen, bleiben 45.000 Euro. Also bei vielen Immobilienberechnungen, auch bei irgendwelchen Coaching-Programmen im Internet, steckt immer drin, dass man ja steuerfrei verkaufen kann. Und ob man das aushalten kann, zeitlich, und ob vielleicht steuerliche Änderungen kommen, das ist auch ein Aspekt, der wird oftmals diskutiert in Fachkreisen, aber in der Breite findet das Thema kaum Relevanz. Und auch wir stellen fest, im Rahmen der Steuerplanung mit den vermögenden Familien, wenn wir mit den Steuerrechtlern sprechen und sagen, was passiert eigentlich, wenn Immobilienpreise mal fallen, spielt das überhaupt eine Rolle in der Planung der steuerlichen Wirkung? Und dann kommt zurück seit vielen, vielen Jahren nicht. Und das gibt dann vielleicht auch ein Gefühl dafür, wo wir da im Markt aktuell stehen. Aber kommen wir zu den Kennzahlen, weil wir wollen ja eine Basis haben und natürlich auch hier aufgrund der Zeit nur eine Einführung in das Thema. Die Frage, wenn ich vor einem Kauf stehe oder wenn ich vor einem Verkauf stehe oder diesen mal betrachten möchte, also ich die Immobilie als komplexen Vermögenswert sehe und als austauschbaren Vermögenswert, weil ich sage, okay, Immobilien spielen immer eine Rolle in der Vermögensstruktur, ab gewissen Vermögensgrößen. Aber der Punkt ist, jetzt ist vielleicht durch die starke Entwicklung die Immobilienquote recht hoch geworden oder es gibt eine rein opportunistische Sicht auf die Dinge. Vereinfacht gesprochen, man sagt, naja gut, die Preise sind jetzt hoch, die Refinanzierungskosten sind gestiegen, aber noch gut. Und es gibt eben viele Leute, die im Inflationsumfeld bereit sind, Preise zu zahlen, die vielleicht nicht jeder Kaufmann nachhaltig als sinnvoll erachten würde. Also immer noch eine gute Zeit natürlich, um zu verkaufen. Und dann rechnet man natürlich auch vor dem Verkauf mal das Ganze durch. Kennzahlen gibt es viele, um es klar zu machen, es gibt in vielen Fällen keinen einheitlichen Standard. Es gibt Bruttomietrenditen, Nettomietrenditen, Eigenkapitalrenditen. Den besten Standard für Immobilienrenditen kommen von der GIF. Das ist die Gesellschaft für Immobilienforschung. Auch da werden wir nochmal einen Link zur Verfügung stellen. Das ist zumindest ein sehr guter Impuls, um auf professioneller Ebene Darstellungen zu vereinheitlichen, was wir bei privaten Anlegern auch im Multimillionenbereich oft sehen, auch natürlich im Marketing der Verkäufer und derjenigen, die natürlich an den Transaktionen hier entsprechend partizipieren. Da lässt man oft so ein bisschen die Kosten beim Kauf weg, also sprich die Erwerbsnebenkosten fallen in der Renditebetrachtung unter den Tisch und bei den Einnahmen, also bei den Mieten, macht man es im Endeffekt ähnlich und am Ende haben sie eigentlich ein bisschen zu geringe Beträge, was das eingesetzte Kapital betrifft und vielleicht zu hohe Erwartungen, was den Nettozufluss betrifft. Und dann kommen natürlich Kennzahlen raus, die vielleicht optisch gut aussehen, aber wo man sagen muss, ist das jetzt wirklich realistisch? Also von daher, selber rechnen ist angesagt. Hier sehen Sie mal Bruttomietrendite als erste Orientierung. Manche machen dann auch eine Bierdeckelrechnung, also Bruttomiete durch Kaufpreis der Immobilie, da sehen Sie schon, naja, ist die Bruttomiete das, was bei mir nachhaltig hängen bleibt ist als Vermieter und Kaufpreis der Immobilie, fließt wirklich nur der Kaufpreis oder was ist mit den 10-15% Nebenkosten? Wenn Sie das dann auf Nettobasis nehmen, dann sehen Sie schon, da wird ein bisschen mehr berücksichtigt,
Aber was dann natürlich auch überall noch fehlt, ist die Finanzierungsstruktur und viele andere individuelle Aspekte. Und deswegen, wenn wir uns das Thema Berechnung nun mal auch entsprechend hier zusammen anschauen, dann springe ich hier gleich mal aus der Präsentation kurz raus, weil ich habe für Sie das Ganze nochmal praktisch hier etwas auch entsprechend vorbereitet. Und das ist natürlich jetzt sehr simplifiziert in Anführungsstrichen, und wir hatten Ihnen ja auch versprochen, dass wir Ihnen im Nachgang als Teilnehmer auch den Zugang zu diesem Rechentool zur Verfügung stellen. Das tun wir natürlich. Und was Sie hier sehen, ich will jetzt nicht jeden Punkt durchgehen, aber wir haben natürlich verschiedene Input-Faktoren, die meistens bekannt sind, wenn Sie noch die Darlehensverträge und auch die Erklärungen für die Einkünfte aus V&V, Vermietung und Verpachtung zu annehmen, bekommt man das gut geregelt. Ansonsten wissen wir natürlich auch, welche Daten abzufragen sind. Jetzt sehen wir hier eine Immobilie, wir sehen hier Wohnfläche 400 Quadratmeter, Kaufpreis 1 Million, also waren damals 2500 Euro pro Quadratmeter, heute eher 5000 Euro pro Quadratmeter, also Verkehrswert 2 Millionen Euro, wir haben eine Nettomiete von 4000 Euro im Monat und dann haben wir noch die AFA. Also mir geht es nicht darum, jetzt jeden Punkt einzeln durchzugehen, ich will Sie ja nicht langweilen, aber ich möchte Ihnen vor allem auch zeigen, die Punkte, die oft nicht berücksichtigt werden. Also mit welcher Mietsteigerung rechne ich eigentlich? Habe ich Staffelmietverträge? Habe ich Mietverträge, die Inflationsklauseln beinhalten? Wer berechnet mir eigentlich die Veränderung? Das ist der HVPI. Setze ich dann diese Themen auch entsprechend in meinen Mietverhältnissen durch? Und was in vielen Fällen vollkommen ignoriert wird, aus unserer Perspektive in vielen Fällen, sind die Kosten für das Mietausfallrisiko, weil Immobilien stehen auch mal leer. 2, 3, 4% klingt nicht viel, aber sollte man zumindest auch mal erfassen. In den Ballungsräumen gibt es auch mal 5% temporär, der eine Mieter zieht aus, der andere zieht ein, dann gibt es ein bisschen mietfreie Zeit. Also 5% klingt viel, aber 5%, denken Sie das mal durch, was das in Monaten über 10 Jahre verteilt betrifft, doch nicht so gering. Kosten für Instandhaltung, das ist natürlich der Punkt. Oft wird die AFA eingerechnet, also der Aufwand für die Abnutzung, aber die AFA hat man ja auch nur, weil irgendwann ja echte Instandhaltung anfallen. Also wer die AFA in der Renditeberechnung berücksichtigt, der muss natürlich auch die anfallenden Instandhaltungskosten irgendwo im Schnitt erfassen. Kosten für die Verwaltung, Eigenverwaltung, Fremdverwaltung, Hausverwaltung and so on. Sie sehen, ich habe das überall leer gelassen, um die Zahlen einfach zu halten für dieses Beispiel. Abschreibung, 2% auf die 800.000 und dann sehen Sie hier, man kann auch entsprechend Kredit erfassen, man könnte eine Tilgungsaussetzung erfassen, also finanzmathematisch das sehr gut gemacht. Und wir nehmen jetzt mal den Aspekt für eben diese lastenfreie Immobilie und wir sehen genau das. Kaufpreis bei 1 Million, wir hatten unsere Nebenkosten, aktueller Wert, die Abschreibung, dann sehen wir die Monatsmiete, 10 Euro pro Quadratmeter. Wir sehen jetzt keinen Kredit und was dann hier getan wird, ist, dass eine Rendite vor Steuern ausgerechnet wird, eine Rendite nach Steuern, ein Mietertrag zum Verkehrswert und zum Gesamtkaufpreis. Und das ist natürlich schon mal ein wichtiger Punkt, das habe ich mal ausgegeben. Also als ich es damals ausgegeben habe. Aber heute habe ich ja nicht mehr die 1 Million gebundenes Kapital, sondern ich habe ja ein gebundenes Kapital in Höhe von 2 Millionen Euro. Also wenn ich für zukünftige Entscheidungen eine Basis bekommen will, dann ist eigentlich irrelevant, was ich damals bezahlt habe. Es geht immer auf das heute gebundene Kapital. Und wenn das eben steuerfrei ist, muss ich nichts mehr in Abzug bringen. Bin ich noch steuerlich verstrickt, also dass Steuerpflichten ausgelöst werden, dann ist natürlich die Differenz, die Steuer auch zu berücksichtigen. Und wie gesagt, an diesem simplen Beispiel bewusst mal ohne Kreditkondition sehen wir eben hier, wir sehen unsere Miete und da sehen Sie ja schon mal diese Berechnungsvorgänge, die man vornehmen kann. Wir haben eine Liquidität, wir haben eine Miete, die reinkommt, hätten wir jetzt Kosten erfasst, wären die natürlich in Abzug zu bringen, wir hätten unseren Kredit, aufgeteilt natürlich auch auf Zins- und Finanzierungskosten, die Tilgung, gegebenenfalls noch eine alternative Ansparung. Und daraus ergibt sich die Liquidität vor Steuern. Das heißt, Immobilieninvestitionen mit den zusammenhängenden Krediten sind erstmal auf der Liquiditätsseite zu betrachten. Jetzt sehen Sie das Ganze entsprechend vor Steuer. Also das ist die erste Ebene, die man betrachten würde. Tendenziell muss man sagen, in den letzten 2 bis 3 Jahren, die Immobilien, die wir in vielen Fällen gerechnet haben, war die Liquidität oft, wenn man ehrlich rechnet, oft negativ.
Aber das Gesamtergebnis über die avisierte Haltedauer von 10 Jahren war positiv. Das heißt, man musste zwar laufend Geld mitbringen, wie in anderen Sparprozessen auch, aber durch den Fremdkapitalhebel und die steuerfreie Veräußerung kam ja ein wirtschaftlich interessantes Ergebnis, vor allem auch in Relation zum Zinsumfeld heraus. Dann sehen Sie hier die steuerliche Betrachtung, auch ein Aspekt. Wir haben in dem Fall unsere Einkünfte, das ist die Miete. Wir haben eine AFA, 2% auf die 800.000 Euro. Denken Sie dran, wenn Sie mit AFA rechnen, denken Sie auch an die Instandhaltung. Dann haben wir ein steuerliches Ergebnis, der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten. Wir haben einen Einkommensteuersatz. Hier haben Sie eine Steuerzahlung, das ist die Liquidität nach Steuern. Und so können Sie das eben sehr gut rechnen. Und wenn Sie das Ganze dann noch etwas finanzmathematisch genauer machen, dann haben Sie eben Ihr Kapitalkonto entsprechend mit den verschiedenen Themen. Und so kann man dann auch beispielsweise einen internen Zinsfuß rechnen, respektive Kapitalmarktmethode. Und so sehen Sie schon, wie Sie über diese Thematik, über die wesentlichen Daten zu der Immobilie und zu den Krediten sehr schön schauen können. Kostet die Immobilie Liquidität? Bringt sie Liquidität? Wie ist denn eigentlich meine aktuelle Rendite? Also für mich bezogen. Ja, wie ist der Mietertrag zum Verkehrswert? Und dann sind wir eben genau bei dem Punkt. Je niedriger dieser Mietertrag zum Verkehrswert, desto anfälliger ist natürlich diese Immobilie. Natürlich auch, wenn wir auf einmal ein Zinsniveau von, sagen wir mal, 3% haben sollten. Weil wenn ich 3% für eine Bundesanleihe bekomme, dann ist die Frage, ob die 2,4% für die Immobilie noch so attraktiv sind wie heute. Also es geht immer um relative Attraktivität. Und wie in dem einführenden Video schon mal angeführt, auch immer berücksichtigen, wenn Sie Finanzierungen haben, einen positiven Fremdkapitalhebel haben Sie ja nur, wenn die Objektrendite, das unterstellt die Rendite des Objektes, nach Steuern, ohne Wertsteigerung, wenn Sie diese Objektrendite nehmen und Sie vergleichen sie mit Ihrem Fremdkapitalzins nach Steuern und nur wenn die Objektrendite höher ist als der Fremdkapitalzins nach Steuern, dann lohnt sich der Einsatz von Fremdkapital. Dann hebelt das Fremdkapital ihre Rendite bezogen auf das eingesetzte Kapital nach oben. Teilweise haben wir Fälle, in denen die Rendite auf das eingesetzte Kapital gegen unendlich konvergiert bei Immobilieninvestitionen. Warum? Der Anleger hat eine Immobilie, die war vielleicht vor 10 Jahren 1 Million Euro wert. Dann ist die Immobilienpreis gestiegen, die Bank hat diese neu eingewertet, der neue Preis waren 1,3 Millionen Euro. Diese 300.000 Euro Zusatzsicherheit hat der Anleger genommen, um das nächste Immobilienprojekt zu finanzieren. Das heißt, eigentlich ist gar kein echtes Eigenkapital eingeflossen, sondern nur Eigenkapital in Form von gestellten Sicherheiten. Und wie wollen Sie das bewerten? Also de facto, und das erklärt natürlich auch die Vermögenspreisentwicklung bei den Immobilien und natürlich auch bei den Haushalten, die stark in Immobilien investiert sind, weil sie teilweise einfach Vermögensmehrung haben ohne echtes eingesetztes Eigenkapital. Und da sieht man, wie wichtig dieser Fremdkapital, dieser Leverage-Effekt ist. Und nun stellt sich natürlich die Frage, wenn die Renditen steigen, und das tun sie offensichtlich, dann werden ja meine Kosten für das Fremdkapital auf der einen Seite teurer. Dann ist die Frage, wann steht meine Refinanzierung an? Verändert sich vielleicht auch mein Steuersatz, weil ich in den Ruhestand gehe? Dann verändert sich auch mein Fremdkapitalzins nach Steuern. Und daher gibt es schon viele Ereignisse, sei es am Markt, Thema steigende Zinsen, sei es veränderte steuerliche Gesetzgebung oder Veränderung der Lebensphase, also Eintritt in die Ruhestandsphase mit geringeren steuerlichen Belastungen, wo man Immobilienrenditen neu rechnen muss. Deswegen, wir rechnen Immobilienrenditen bei vielen Kunden eigentlich fast einmal im Jahr, um zu plausibilisieren, ob man noch richtig unterwegs ist. Also, an dieser Stelle sehen Sie, Sie können das für sich mal sehr gut durchspielen, ob Sie eine neue Immobilie kaufen, ob Sie eine Bestandsimmobilie haben. Also hier das Werkzeug, finde ich, sehr gut an dieser Stelle auch zu bedienen, um dann einen ersten Einblick in die Situation natürlich auch zu bekommen. Wenn wir das Ganze nun wieder zurück auf die Präsentation entsprechend hier zurückbringen, dann wären das die Takeaways in einer idealen Welt. In einer idealen Welt würde man sich die Berechnung der relevanten Kennzahlen für jede Immobilie einzeln anschauen. Also Objektrendite, Fremdkapitalzins nach Steuern und überlegen, okay, wie anfällig ist die Immobilie? Und im Worst Case oder im Extremfall müsste man sich ja die Frage stellen, wie hoch kann der Zins bei meiner Refinanzierung sein, um mit den aktuellen Daten Objektrendite und Fremdkapitalzins nach Steuern noch einen positiven Leverage-Effekt zu haben. Wenn
man beispielsweise feststellen würde, wie bei dieser Immobilie eben, naja, bei 2,4% wird es dann eng, dann müsste man sich überlegen, wie schaffe ich es, über Vorwortdarlehen oder Ähnliches sicherzustellen, dass mein Refinanzierungszins nicht oberhalb von diesen 2,4% liegt, weil ansonsten habe ich einen negativen Leverage-Effekt. Und dann haben Sie genau das Gegenteil von dem, was wir in den letzten 10 Jahren alle so freudig als Immobilienanleger erfahren haben. Also das ist so ein bisschen ein Extremszenario, aber Sie haben schon gesehen, je nach Immobilie, je nach Immobilien- und Finanzierungskonstruktion, dieser Puffer, das, was wir vorhin in dieser Studie für die offenen Immobilienfonds auch so ein bisschen haben, also die Differenz zwischen Fremdkapitalkosten auf der einen Seite, Nachsteuern, und Objektrendite der Immobilien, Nachsteuer, das meine ich zumindest das Erste, was ich mir anschauen würde, um mal so ein kleines Stresstest-Szenario zu fahren. Dann die Frage, wie weit kann es gehen? Und wenn es so kommt, habe ich die Liquidität, um den Kredit abzulösen? Oder müsste ich die Immobilie dann verkaufen? Was kann ich im Familienkontext klären? Zweiter Punkt, Berechnung der kombinierten Kennzahlen für das Portfolio. Die meisten Anleger haben nicht nur eine vermietete Immobilie, sondern mehrere vermietete Immobilien, teilweise auch Wohnungsunternehmen aus Erbschaft, Schenkung, steuerlichen Aspekten. Natürlich ein großes Thema. Steuerlich beginnt das oft bei 300 einzelnen Wohneinheiten. Auch da schaut man natürlich momentan genauer hin. Na, vielleicht mal Bestand verkaufen, eher in die Projektentwicklung. Das sind Überlegungen, die wir momentan auf der Family Office-Ebene durchaus auch anstellen. Und in der optimalen Welt, so habe ich es ja hier beschrieben, hätten Sie alle Werte in der Finanzplanung. Was wir oft erleben, ist, dass Anleger Unterlagen pflegen, Listen pflegen, die sie aber nicht auswerten können. Also die Bank braucht eine Übersicht für das Vermögen. So, dann schreibt man die auf einen Zettel oder füllt die auf ein Formular für die Bank aus. Da können Sie aber nichts auswerten. Ich würde doch gerne wissen, ich habe 8 Kredite. Wann werden die Kredite fällig? Wann endet die Zinsbindung? Das würde ich gerne konsolidiert betrachten. Oder wie hoch ist aktuell der Zinssatz, der gewichtete Darlehenszinssatz, den ich über alle Kreditverträge zahle? Das würde ich doch gerne wissen. Nicht nur, wenn meine Ehepartnerin sich scheiden lässt und ich muss irgendwelche Daten liefern. Nicht nur, wenn die Bank fragt, wenn ich etwas umfinanzieren möchte oder einfach aufgrund der jährlichen Mitteilungspflichten, sondern ich möchte doch laufend Daten auswerten können. Und von daher, was ich Ihnen eben gezeigt habe, das war natürlich ein Berechnungswerkzeug, was nur auf einen sehr konkreten Einzelfall abstellt, also eine Immobilie mit Finanzierung und Co. Aber wenn Sie das in die Finanzplanung einbetten, also Ihre komplette Vermögensbilanz, die gesamte Vermögensplanung, dann können Sie wirklich sehr detailliert sagen, wenn die Zinsen steigen, was ist der Effekt auf Immobilie A, was ist der Effekt auf Immobilie B, wie ist es konsolidiert. Also der Appell an dieser Stelle immer, sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre finanziellen Daten nicht nur für Dritte zur Verfügung stellen, sondern dass Sie diese auch auswerten können, um eine bessere Entscheidungsbasis geliefert zu bekommen. Also Werbung für Finanzplanung geht ja auch auf Online-Basis mittlerweile hervorragend. Integration aller Werte in die Finanzplanung, ich glaube, das ist klar geworden. Ich bin natürlich ein Fan von Finanzplanung, aber da bin ich nicht ganz interessenskonfliktfrei, weil schließlich bin ich ja von diesem Berufsbild und dem großen Mehrwert der Finanzplanung überzeugt. Berechnung von Szenarien, da sind wir genau bei diesem Thema, sich klar zu machen, was ist mein gewichteter Zins bei meinem Darlehen, wie sind meine Objektrenditen, wie wirkt das, und dann machen Sie sich mal den Spaß, wenn Sie das haben, und rechnen mal mit einem negativen Leverage-Effekt. Da werden Sie ganz interessante Themen sehen, und wir stellen dann auch oft fest, dass dann große Augen gemacht werden. Und vor allem, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Ich denke, das, was am Kapitalmarkt gilt, das muss natürlich auch bei den Immobilien gelten, insbesondere nach der exorbitant positiven Phase, die wir in den letzten 10 bis 12 Jahren hier alle gemeinsam erlebt haben. Man muss, glaube ich, schon differenzieren, was ist eine eigene Leistung, was ist Zufall und was ist eigentlich reine Marktrendite. Also was ich Ihnen damit sagen will, ist, wenn Sie sich entschieden haben, 50% in Aktien zu investieren, Ihres Vermögens, dann kommt ja über diese 50% Investition eine gewisse Marktabhängigkeit ja automatisch. Das heißt, Sie haben jetzt nicht unbedingt die besten Aktien ausgesucht, sondern der Markt ist halt gestiegen. Danach analysiert man auch bei Aktienportfolios im Detail, was ist Marktrendite, was war Zufall, was war Glück, wie gut war die Risikostreuung für die Marktrendite, die Sie bekommen haben. Auch das ist ein Punkt, der oft übersehen wird, zumindest bis zur nächsten Krise. Und das ist, glaube ich, auch im Immobilienmarkt ein wichtiger Punkt, dass man sich wirklich mal klar macht, was war wirklich Rückenwind, steigende Preise, fallende Zinsen, eine ideale Welt.
und was war jetzt wirklich eigene Leistung, wo ich durch die Anpassung von Mietverträgen, die Optimierung von Finanzierungsstrukturen, die Nutzung steuerlicher Erwägungen hier wirklich eine Rendite gebracht habe, weil, so zumindest unsere Meinung, man wird mehr betriebswirtschaftlich rechnen müssen als in den letzten 10 bis 12 Jahren. Man wird im Familienkontext mehr steuerliche Aspekte berücksichtigen müssen, um die Immobilienrenditen auf einem attraktiven Niveau zu halten an dieser Stelle. Also das der Punkt. Und das auch vielleicht noch abschließend zu sagen, das Thema Inflationsschutz bei Immobilien, genauso wie auch für andere Sachwerte, der gilt ja nicht zum Zeitpunkt. Also machen Sie nicht den Denkfehler zu sagen, jetzt ist die Inflation hoch, jetzt müssen doch Sachwerte, Aktien, Immobilien und Gold steigen. Sondern Sie haben Inflationsschutz immer langfristig im Durchschnitt. Wir hatten jetzt eine Phase, wo wir ein ganz vernünftiges Wachstum bei sehr niedriger Inflation hatten. Das heißt, die Sachwerte, nehmen Sie die Immobilien, haben ja trotz der niedrigen Inflation super funktioniert. Das heißt, selbst wenn Immobilien vom jetzigen Niveau 20% fallen würden und Sie würden die 10-Jahres-Betrachtung machen, hatten Sie mit Immobilien immer noch einen super Inflationsschutz. Nur wer sehr spät im Zyklus gekauft hat, der nimmt natürlich nur einen Teil der Anlagerendite mit und dann haben Sie es ähnlich wie bei Hypes am Aktienmarkt. Wenn Sie zu spät kommen, dann haben Sie nicht mehr die Renditen, die die anderen Anleger hatten und man ist dann häufig eben derjenige, der den anderen die Renditen versilbert hat. Ich sage es jetzt mal sehr einfach formuliert. Also, wie gesagt, das sind die Themen, die wir bei den Immobilien sehen als Einstieg. Wir werden auch in der nächsten Zeit noch eine kleine Reihe zum Thema Immobilien aus der Finanzplanungsperspektive mit einer Steuerberaterin zusammen veröffentlichen. Das werden so 3-4 Artikel und Videos sein, jeweils ein Einzelthema herausgebrochen, wo es dann weniger um Basics geht, sondern eher so ein bisschen das Thema, wie macht man es professionell und was sind auch Denkanstöße der steuerlichen Immobiliengestaltung, eben kombiniert aus Steuern und Finanzplanung und nicht einfach irgendwelche YouTube-Videos, wo sie qualitativ irgendwas herauspausauen und wenn man es dann mal nachrechnet, dann hat sie es eigentlich nur für den gerechnet, der in die Story verkauft hat, aber für sie als Anleger leider nicht ganz so prickelnd. Also, das sind die Themen. Ich würde nun die Online-Konferenz an dieser Stelle beenden. Darf allen, die uns bisher zugeschaut haben, mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es waren einige Impulse dabei. Ich weiß, Rechnen und Mathematik ist für viele nicht ganz so spannend wie starke Makroprognosen und wann der Euro zerfällt und was jetzt in Russland passiert, aber ich glaube, konnte Ihnen hoffentlich vermitteln, warum wir glauben, dass auch bei vermieteten Immobilien, wie bei vielen anderen Fragestellungen der Vermögensstrukturierung, das trockene Handwerk ein ganz wichtiger Aspekt ist.